Beim dritten Beispiel betrachten wir die Funktion f von x gleich x minus 1 durch x plus 2 an der Stelle x0 gleich minus 2. Wir bestimmen als erstes oder setzen erstmal wieder die minus 2 in diese Funktion ein. Dann steht hier minus 2 minus 1 durch minus 2 plus 2. Minus 2 minus 1, das ist minus 3 und minus 2 plus 2, das ist 0. Division durch 0 ist nicht definiert. Wir müssen also den Grenzwert der Funktion an dieser Stelle untersuchen. Wir nehmen wieder einen Taschenrechner, schauen uns diese Funktion an. Jetzt sehen wir, die verläuft hier einmal nach oben und kommt hier wiederum von unten. Heißt also, wir müssen uns in diesem Fall von beiden Seiten annähern und mal untersuchen, was passiert denn an dieser Stelle. Und dafür gibt es jetzt eine Unterscheidung, wenn sich nämlich hier diese Äste einmal nach oben und einmal nach unten bewegen, beziehungsweise wenn das andersrum ist, dann muss ich diese Funktion von links und von rechts untersuchen. Und dafür gibt es einmal den linksseitigen Grenzwert dieser Funktion, nämlich die x minus 1 und durch x plus 2 und den Grenzwert für die gleiche Funktion. Und jetzt kommen wir allerdings einmal von unten, also sprich von links, und wir kommen an diese minus 2 ran, und wir kommen einmal von oben, also von rechts, an die minus 2 ran. Dementsprechend heißt das hier linksseitiger Grenzwert und das hier rechtsseitiger Grenzwert. Schauen wir es uns im Tabellenmenü an. Wenn wir jetzt den Wert minus 2 haben, dann kommt hier der Fehler raus. Wir fangen also an mit Werten, die kleiner sind als minus 2. Und das Werte, die kleiner als minus 2 sind, sind 2,0001 zum Beispiel. Sehen wir hier 300.001. Wieder 2, viele Nullen und irgendwann mal eine 1. Sind wir schon bei 3 mal 10 hoch 11. Heißt also, wenn ich das jetzt weiter treibe, minus 2 mal 0,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